Ja, genau festzustellen, wo sie eigentlich stehen, diese 360-Grad-Analyse mal von allen Seiten beleuchtet zu bekommen. Wo bin ich, wie stark bin ich, wie nah bin ich am Kunden und wie stark sind meine Mitarbeiter eigentlich an meiner Unternehmensidee dabei. Ne? Weil es hilft, sich weiterzuentwickeln, weil es auch Möglichkeiten schafft, sich über die Grenzen von Finanzgruppen hinweg zu vergleichen, was so ja nicht immer möglich ist. Es gibt sicher viele Vergleiche, aber ich denke, der Victor bietet sich an dafür. Tief einfach mal reinschauen in die Bank, schauen, wo es brennt, schauen, wo es weh tut. Und immer dann, wenn es weh tut und man geht über diesen Schmerzpunkt hinweg, hat man Entwicklung betrieben. Und insofern gar keine Scheu haben davor, dass nochmal ein paar Gaps aufgezeigt werden, sondern es als ehrliches und offenes Feedback wahrnehmen und dann in die Entwicklung gehen. Ich glaube, das kann unheimlich viel Dynamik auslösen in so einem Haus, wie man ja bei den Moosbachern heute gesehen hat. Ich glaube, dass die gesamthafte Darstellung, die Vernetzung insgesamt ist. Das heißt, es ist nicht nur eine Kategorie jetzt da oder nur der Kunde oder nur die Mitarbeiter, sondern wirklich diese Kombination. Und das ist wirklich eine tolle Sache, muss man sagen. Einfach, weil es eine ehrliche Ist-Bestandsaufnahme ist, an der man als Führungskraft einer Bank arbeiten kann. Und das ist ganz wichtig. Das ist ein Anlass, sich zu verbessern. Da gibt es zwar viele, aber das ist ein sehr guter und sehr professioneller Anlass. Also ich glaube, die Antworten haben wir heute Abend gehört. Letztendlich war für mich ganz wichtig zu hören, dass die Banken den Victor als Steuerungsinstrument intern einsetzen, um sich selbst einzuordnen und neu zu justieren. Also nicht nur als eine reine passive Informationsquelle nutzen, sondern es aktiv dann in ihre eigene Neujustierung in der Strategie, in der Kultur und so weiter einsetzen. Ich denke, das ist für Victor ein großer Erfolg. Den kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Vielen lieben Dank.